Dann gehen wir zurück. Genau. Ich nehme die Donuts. Ich gehe mit den Donuts hier in diese Ecke rein, leg sie ab. Dann nehme ich mir eine Betäubungsspritze, mache die Betäubungsspritze in die Donuts. Nehme die Donuts und packe die Spritze weg. Geht zu diesem Lauritz und Co. Laden. Weil Teil hier, das muss man sich irgendwie perfekt hinstellen. Warte, ablegen Donuts, genau das ist es. Ist das cool. Unter uns. So, jetzt haben wir schon mal unsere Tarnung. Hier, die Markade ist übrigens viel größer. Da ist ein Scharfschützengewehr, glaube ich. Und sonst... Hier ist, glaube ich, irgendwas gegen Tiere, weil die haben da einen Hund, der bellt. So, jetzt warten wir, bis die beiden umkippen. Super. Jetzt gehen wir da rein. Dann zur FBI. Mitnehmen. Pistole. Mitnehmen. Einstecken. Nochmal das gleiche. Nochmal. Wie haben die denn? Das Video stehen, falls wir gefilmt werden. So, und jetzt, was war da? Da war noch was. Erneut fehlen Zeuge. Was bringt denn das? Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Hat mich nur einen tieferen Sinn. Ach, genau. Der Mikrofilm ist übelst gut versteckt. Und zwar so perfekt, dass ich hier am Anfang... Ich weiß nicht, ob das gehört wegen dem Lag. Und zwar so perfekt, dass ich am Anfang echt mich tot gesucht habe. Und zwar hat er eine Frau und sie hat eine Halskette um. Und in der Halskette von ihr ist dieser bekloppte scheiß Mikrofilm drin. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Möglichkeiten, sie umzubringen. Und zwar nehmen wir hier ein bisschen Feuerzeugbenzin. Jetzt gehen wir mal hier raus. Er schmeißt hier gerade so eine schöne Grillparty. Jetzt weiß ich nicht, ob man das einfach reinschütten kann, ohne dass es Action oder Alarm gibt. Deswegen werde ich einfach erstmal speichern. Und jetzt reinkippen. Das klappte super. Keiner sagt was. Standard. So. Jetzt haben wir schon mal den Mikrofilm so gut wie in der Tasche. Das hier ist eine... Oh fuck, nein. Das ist eine alte, man sieht hier, was sie da am Hals hat. Die ist, glaube ich, schon ziemlich besoffen. Sie hat in den Hals den Mikrofilm. Den müssen wir uns also holen. Wo ist jetzt der Zeuge? Da ist er. Der ist hier. Den können wir sogar ziemlich gut verfolgen. Wir sind immerhin FBI-Agent jetzt. Hier habe ich auch manchmal eine Granate reingeschmissen. Zum Beispiel da einfach an die Tür ran. Das geht auch anders. Ich glaube, man kann ihn auch hier runterschubsen. Oder? Hier könnte man auch mal... Hier könnte man auch sich gut verstecken in die Ecke. Was könnte man hier noch machen? Jetzt muss man warten, bis der hier nach oben geht. Hier ist ein Kinderzimmer. Hier ist ein Klo zwischendurch. Hier ist deren Zimmer anscheinend. Ein Schrank zum Verstecken. Was zum Umziehen. Ein anderes Kinderzimmer mit einer komischen Post an. Ein FBI-Typ. Ein halbfertiger Raum. Aber das Haus geschlendert. So, sie brennt jetzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob... Scheiße, Fratzleck. Ich weiß nicht, ob er jetzt dahin rennt. Sie schlau rennt erstmal 5 Meter hier darum, bevor sie sich mal überlegt, ins Wasser zu springen, was vielleicht jeder Mensch vorher getan hätte. So. Speicher? Nein, nicht laden. Speicher, habe ich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, den Mikrofon einfach zu nehmen von ihr. Ich mach's einfach mal. Super, den Mikrofilm haben wir sicher. Und wo ist er jetzt? Er sitzt schon hier oben, oder was? Ja. Die stehen hier ja immer. Das ist natürlich blöde. Er nimmt sich in den Laser oder so, keine Ahnung. Tür ist zu. Können wir jetzt eine Spritze einfach umbringen, das ist am professionellsten noch halbwegs. Verdammte FBI! Nehmen wir unseren Körper. Das war, wenn die Tür aufmachen, nicht gleich da reinrennen in die ganzen FBI-Agenten. Seine Knarre.
nichts besonders, das Versteck. Ja, das ging ziemlich schnell, weil wie gesagt, ich wusste schon, was wir machen müssen. Haben wir das schon erledigt, alles. Na, ich will hier rein. Ja, das war's schon mit der Mission. Wir haben alles, wir müssen noch fliehen. Also ich persönlich finde die Mission sehr, sehr einfach. Wieder lautloser Killer. Alles perfekt. Ach, ich hatte den Anzug nicht gewechselt. Oh, ich bin so ein Vollidiot. Das hätte ich ja noch machen können. Ja, lautloser Killer gesucht. Was steht da? Mögliche Giftspritze. Kein Mangel an Zeugen. Niemanden gesehen. Seiner Frau steht jetzt hier irgendwie gar nichts drin. Die ist wahrscheinlich den allen egal. Ja, speichern wieder. Sie haben ihn also nicht erwischt. Ärgerlich. Dieser Zeuge hatte Informationen über die Ortmeier-Akten. Oder ihren Verbleib. Ortmeier-Akten? Dr. Ortmeier war der Leiter eines Klonlabors in Rumänien. Wir haben es sofort gestürmt, als wir davon erfuhren, aber wir waren nicht die Ersten. Das Labor wurde durchwühlt, alle Dateien mitgenommen und sämtliche Mitarbeiter getötet. Auch Ortmeier. Aber das war unsere geringste Sorge. Wie meinen Sie das? Später fanden wir einige Papiere. Genug, um zu beweisen, dass Dr. Ortmeier der Schöpfer von Mr. 47 war. Niemand sonst konnte je einen menschlichen Klon der Klasse 1 schaffen. Dr. Ortmeier hat quasi die Gebrauchsanleitung geschrieben. Und jemand hat sie gestohlen? Nicht irgendjemand. Wo ist die verdammte Krankenschwester? Wow. Tut mir leid. Ich bin nicht gern von anderen abhängig. Das geht schon bei den verdammten Zigarren los. Es ist... Bitte entschuldigen Sie. Könnten Sie... Natürlich. Also, wer stahl die Aufzeichnungen? Wir fanden ein Überwachungsband, auf dem deutlich zu sehen ist, wie Mr. 47 die Wachen tötet und dem armen Dr. Ortmeier das Genick bricht. 47 wollte sich also selbst klonen? Wohl eher die Aufzeichnungen meistbietend verkaufen. Das hat eine Menge Leute Feuer unterm Hintern gemacht. Wir haben alles auf ihn angesetzt, was wir hatten. Ist alles da drin. Hallo 47. Der amerikanische Innenminister soll heute bei der Mardi Gras-Parade ermordet werden. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, aber unser Klient möchte die drei Attentäter ausschalten, um den Anschlag zu verhindern. Der Anführer ist Mark Pureja Jr. Die anderen beiden Attentäter heißen Raymond Kolinsky und Angelina Mason. Kolinsky war früher ein Weltklasse-Biathlet. Vermutlich wird er schießen. Mason ist wohl nur als Späherin mit an Bord. Die beiden sind ein Paar und sehr labil. Sie müssen also mit einer heftigen Reaktion rechnen, wenn sie einen der beiden töten. Wir wissen nicht, wo sie sich im Moment aufhalten. Allerdings wurde ihr Honorar bereits angewiesen. Das Geld müsste sie direkt zu ihnen führen. Im Zielgebiet wimmelt es von Zivilisten. Angesichts der Bedeutung des Attentats sind außerdem sicher Ersatzteams vor Ort. Sie müssen also noch diskreter vorgehen als üblich. Die Mission ist ziemlich schwierig, wie ich finde, auch nicht so einfach. Wir sollen halt die drei Attentäter umbringen und wir bei diesem Politiker schützen sollen. Waffen wählen. Haben wir. Ich überlege, ob wir vielleicht diesmal wirklich diese hier, die Knarre hier mitnehmen. Ich glaube, die bringt wieder nichts. Leider, leider. Also, die Angelina Mason und Raymond sind ein Paar. Deswegen müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wenn wir den einen umbringen, rastet der andere komplett aus. Die sind immer über Walkie-Talkies zusammen. Und die verkleiden sich als solche komischen Hühner da, die man hier da sieht. Das war die Übergabe. Folge
Folgen Sie dem Koffer 47. Er ist unsere einzige Spur. So. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt schon eine... Nee, das ist noch keine Zielperson. Das ist nur so ein Rabe. Die anderen sind fast... Eins. Hey, Billy Jack. Wow, mit dir habe ich hier nicht gerechnet. Oh ja, ich habe den Job gewechselt. Und wie läuft es so? Die Kohle passt, nur die Arbeitszeiten sind komisch. Das kannst du laut sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen habe. Tja, manchmal muss ein Mann eine Entscheidung treffen. So. Ja, vermutlich. Müssen wir jetzt hier hochgehen? Hier soll irgendwas sein, aber wir müssen ihn hier verfolgen. Dies ist eine der wichtigsten Wahlen unseres Lebens. Ich bin in New Orleans aufgewachsen. Ich war 16 Jahre lang Ihr Kongressabgeordneter, 12 Jahre lang Ihr Senator. Die letzten 4 Jahre war es meine Ehre, dem Präsidenten als Innenminister zu dienen. Und ich sage Ihnen, die wichtigste Stimme, die ich je abgeben werde, ist meine Stimme zur Wiederwahl von Präsident Tom Stewart am 5. November. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt hin will. Die Mission habe ich nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass sie verdammt dumm war. Oder das sagt schwierig. Ach, was ich noch sagen wollte, wenn man eine Mission doppelt spielt, was man später machen kann, kriegt man nicht das Geld, was man von der Mission kriegt, sondern nur den Bonus, je nachdem welchen Rang man hat. Also sollte man sich dann immer sehr gut anstellen. So, ich brauche diesen Rahmenanzug. Später aber noch mal hinzukommen. Deswegen werden wir ihn gleich mal beseitigen. Na komm, scheiß Fremdschen. So, Körper ziehen. Was ist denn in diesem Koffer drin? Ne? Diamantkoffer. Ui. Diamanten, ihr sollt auch die Diamanten sicherstellen? Hallo 47. Okay. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall nach da. Ich glaube, der Mission wird auf jeden Fall diesmal ein bisschen mehr geballert, dass wir doch wieder rausgehen. So. Geht's einmal hier lang, einmal hier. Gut. Hier lang, Partner. Der Boss erwartet dich. Perfekt. Einfach nach links und die Treppen hoch zum Büro. So. Jetzt kommt eine ziemlich lustige Szene, wie ich finde. Aber erst wenn er weg ist. Jetzt speichere ich auch mal. Ich weiß nicht noch, was passiert. Also lustig ist die Szene nicht, die ist eher scheiße. Ich sehe noch richtig einen Kopf habe. Hey Schatz, ich bin in Position über der Blues Party in der Blues Oyster Bar. Hey Schatz, ich bin in Position über der Blues Party in der Blues Oyster Bar. Machen wir das voll doch woanders. Ah ne, da ist ja noch einer. Haben die uns jetzt gesehen? Ich mach das mal weiter. Ich bin in der Latino Fever Bar, Schatz. Ja, mein Koffer lass ich erstmal hier liegen. Ich mache das hier auch liegen. Ja, kommt man nichts machen. Die haben uns zwar den toten Leichnam entdeckt, aber kommt keiner auf die Idee, dass wir das waren. Wie auch. Wer?
bin unterwegs zum Rocker's Choice, Baby. Polly will mehr als nur einen Keks. Jetzt wissen wir auch, wer die beiden anderen sind anhand ihrer Informationen. Verdammt, Sackgasse. Super Sackgasse sogar. Da kann man nicht lang anscheinend. Hey Vögelchen, was hast du denn unter deinen Federn? Wo ist ein anderer? Ich sehe hier gar keinen. Hier nicht. Gar nicht. Also Mission geht doch einfacher, als ich gedacht hätte, wenn man das ein bisschen mehr Gewalt macht, aber immer noch halb undercover. Ist das kein Kostüm? Du Vogel, Alter. Kostüm, kein ich spreche mal zur Referenz zu gehen, wir sind doch vereint. Das ist doch ein Kostüm, hallo? Wow. Okay, es ist anscheinend kein Kostüm. Hey, halt ihn auf. What the fuck, würde ich mal sagen. Was wäre nicht kostümiert? Jetzt brauchen wir noch den Raymond, den lieben. Ich stark besoffen, dann kriegst du ja nichts mehr richtig mit. Zwitscherst du mir heute Abend ein Liedchen? Du hast hier nichts verloren, Partner. So. Die können wir nicht mitnehmen. Kommen wir hier noch irgendwie weg, ohne dass wir da erkannt worden? Ja. Er ist stark besoffen, er merkt das gar nicht. So. Alle erledigt. Diamanten müssen wir nochmal holen und dann unseren Anzug. Diamanten. Wollt mit denen nicht rumrennen, das war mir zu gefährlich. Dann war ich doch ganz super hingekriegt. Ich hab gedacht, es wird schwieriger, durch die ganzen Wachen zu kommen. Da lang. So, um ihn müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass er umgebracht wird. Der Schütze haben wir schon als erstes umgelegt. Deswegen hat man wahrscheinlich auch so eine Hilfestellung gekriegt, wenn man ihn verfolgen soll, damit man nicht unter Zeitdruck steht. So, ich glaube hier war das. Ne, hier war das nicht. Gut. Hier war's. Scheiße, wir kommen da nicht mehr so einfach rein. Zurück auf deinen Posten, du Trottel. Deswegen sagen wir jetzt noch was? Ne, ja, jetzt ist es egal, wo wir drin sind, das ist denen dann wurscht. Okay. Ich hab eh nichts mehr für uns. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir mit dem Diamantkoffer hier rausrennen. Aus der ganzen... Kann man nicht verstecken, leider.
Speichern. Boah, gerade noch dreimal gespeichert. Platzieren, was platzieren wir denn da? Gar nichts, wir ziehen da überhaupt nichts. So, Diamant. Wobei, wir können die Knarre vielleicht nochmal platzieren. Geht das? Platzieren. Ne, das kann man nicht machen. Oh fuck, bin ich blöd. Ja, fail, würde ich sagen. Was schieße ich da denn auf Fläche mit der Knarre? Man merkt einmal so einen lauten Schuss und dann ist man schon am Arsch. So, wir nehmen den Koffer einfach und gehen damit weg. Gut, wir nehmen den Koffer nicht, weil das ist doch nicht so gut. Das habe ich nämlich schon ganz genau das passiert. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so schwer, den Koffer hier rauszukriegen. Das ist so einfach, dass man sich nicht damit sehen lässt draußen. Und zwar, wir nehmen den Koffer, gehen nach draußen und schmeißen den Koffer weg. Ja, wir schmeißen den Koffer einfach in die Matte rein. Jetzt haben wir keinen Koffer mehr, der liegt nämlich draußen. Verdammt! Diese dreckigen Säcke! Okay, die wollen dann auf die harte Tour. Jetzt haben wir den Koffer wieder ein, wenn ich ihn runterschmeiße. Das ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Gut, dann nehmen wir den Koffer. Und rennen hier einfach ein bisschen... Ach nee, komm, das geht nicht, scheiße. Alter, das war wieder total unweit. Verdammt, das geht doch nicht. Okay, wie mache ich das denn? Puh, das ist scheiße. Wie kriege ich den Diamantkoffer jetzt hier weg? Ganz ehrlich, das ist schwierig. Ich muss ihn ja irgendwie rausschmucken. Das hat er zum Glück nicht mitgekriegt. Zocki zocki nicht wieder mit. Oder eigentlich die Münzen nehmen. Hier. Okay, das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil der Mission, so einen dummen Koffer rauszukriegen. Dann mache ich das mal ohne den Koffer erstmal. In die Münzen. Mach die Tür auf. Ist was? Guck weg. Okay. Ich bin fast überlegen, ihn auch abzuknallen, obwohl wir könnten ihn einfach noch runterschubsen. Was ist denn jetzt? Sagen wir mal, ich habe den Koffer jetzt. Hier, die können wir uns mal nehmen, die kann man mitnehmen. Die Knarre. So, sagen wir mal, ich habe den Koffer jetzt. Was passiert dann? Hier ist ein Ausgang nochmal. Da geht's hier lang. Da geht's hier raus. Hier sind welche. Hier ist ein Aufpasser. Da auch nochmal. So, und selbst wenn ich jetzt hier rausrennen würde, würden sie mich, wenn ich Pech habe, mich da sehen. Dann würde ich halt rausgehen, wenn er pinkelt. Was Besseres fällt mir eh gerade nicht ein, daher. Ach, es sind hier schon zwei. So ein Dreck aber auch. Jetzt mache ich es einfach 30, ich bringe die einfach alle um. Ich schmeiß den Koffer raus, mach die Tür auf.
ist mein Koffer hin? Da. Okay, ich hab das nicht kommen. Wie komme ich jetzt hier raus? Dahin. Was? Warum darfst du nicht? Ich sollte das auf jeden Fall... Ich glaube, meine Tarnung wurde entdeckt. Okay, wie weit war ich jetzt? Ich war so weit, den Koffer rauszuschmeißen. Jump, oder? So, dann habe ich eine neue Tarnung einfach. Bisschen unprofessionell wieder gelöst, aber was soll's. Jetzt hier den Koffer einfach raus. Tja, das wusste ich auch gerne. Was zur Hölle machst du da? Also nicht an den Polizisten entlang. Da ist auch einer, also ein bisschen hier lang. So. Ich glaube, hier ist unser, ist hier unser Anzug. Warum haben wir denn unseren Anzug gelassen? Wird der auf der Karte angezeigt? Kriegen wir weiter in so einen Gang. Das weiß ich noch. Okay, dann war es der andere. So. Jetzt bin ich einfach voll falsch gelaufen. So jetzt. Da geht's nicht lang, sondern hier rein. Die ist weg. Und hier ist unser Anzug. Diamantkoffer. Und ab dafür. Hier lang? Ja, hier geht's raus. Perfekt. Naja, weniges war es so. So, Profi, haben's. Aber wir. Was? Zwei Zeugen? Oh. Wie ist das passiert? Na, dann machen wir hier Zivillisten bestechen. Halt ab, schnell etwas macht. Auftragsmord. Einen weiteren Toten. Mr. Kulinski wurde ebenfalls tot gefunden. Drei Schüsse. Relativ schwierig, eine Fahndung rauszugeben, aber nicht gesehen worden. Profikiller, aber wahrscheinlich gedämpfte Waffen benutzt haben. Welche Waffe benutzt wurde? Drei wurden durch einen Kopfschuss hingerichtet. Zwei Zeugen konnten ihr Leben retten. Ich weiß gar nicht, welche Zeugen. So. Ich mach mal hier ganz kurz Pause, wir sehen uns gleich wieder.